Holte bietet ein breites Angebot an Gruppen und Vereinen. Egal ob die Teilnahme an regelmäßigen Treffen, der Möglichkeit zum ehrenamtlichen Engagement oder dem Besuch der Veranstaltung für die Dorfgemeinschaft. Für jeden ist hier etwas dabei. Ich bin das eigentlich so gewohnt, dass man innerhalb eines kleinen Ortes Zusammenhalt über die Vereine und die Feuerwehr läuft. Ich bin Christoph Feldhoff, bin daraus Brandmeister der Feuerwehr Holte. Das bin ich seit September letzten Jahres. Und davor war ich ungefähr 2 Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister. Wir sind momentan 32 Aktive, davon 4 Frauen. Und wir haben 20 Kameraden in der Eisabteilung. Und wir haben einige Kinder in der Jugendfeuerwehr in Collinghorst und in Raubemoor. Wir machen das Osterfeuer, wir machen die Müllsammelaktion, wir machen den Wettkampf, für die Bevölkerung auch mit teilweise. Wir machen auch Veranstaltungen innerhalb der Feuerwehr, Fahrradtour, Busseltour, Tagesausflug und so weiter. Man muss mindestens 16 Jahre alt sein, um überhaupt als aktiver Feuerwehrmann aktiv zu werden. Vorher kann man die Jugendfeuerwehr eintreten oder die Kinderfeuerwehr. Man muss mindestens den Truppmann 1 Ausbildung machen, um Feuerwehrmann zu werden. Vorher ist man Feuerwehranwärter. Wenn man dann weiterführende Lehrgänge macht, kann man auch noch weitere Dienstgrade erreichen. Auch die Holter Landjugend richtet jährlich ein großes Fest aus, das zum Treffpunkt der Dorfgemeinschaft wird. Ich bin Janis Schulte, war 6 Jahre Vorsitzender der Holter Jollies und veranstalte jetzt noch die Scheunenfete in Holte. Unser Beitrag zur Dorfgemeinschaft ist, dass wir ein buntes Programm für die jüngere Generation bieten und einmal im Jahr auch eine Scheunenfete für den Ort veranstalten. Das Vereinsleben wird immer schwieriger und wir erfahren eigentlich, dass wir immer mehr Mitglieder kriegen und dass es trotzdem hier super läuft. Wir machen Veranstaltungen übers Jahr, wir fahren mit dem Erntewagen, wir machen Paddeltouren, Fahrradtouren, Grillen, treffen uns regelmäßig. Ausgerichtet wird die Scheunenfete im Ortskern auf dem Hof von Jürgen Timmer. Macht die jungen Leute, ne? Die arbeiten fröhlich hier und bauen das zusammen, sind mit richtig Freude da dran und dann geht das los. Es sind ja viele auswärtige Landjugendgruppen, die aus dem Raum aus Friesland, aus der Wesermarsch, aus Emsland, tiefsten Emsland sogar, die werden mit Busse angekarrt und dadurch wird heute auch bekannt. Ne? Und wenn die Leute sich vernünftig hier benehmen, sind sie alle herzlich willkommen. Ebenfalls im Ortskern befindet sich das Dorfgemeinschaftshaus. Hier trifft sich neben den Jollies auch der Ortsverein regelmäßig. Im Ortsverein entstehen neue Ideen, um die Entwicklung des Ortes voranzubringen. Der Holter Schützenverein nutzt das obere Stockwerk als Schießstand. Gleich hinter dem Dorfgemeinschaftshaus liegt das Vereinsheim des Holter SV. Ich bin Hendrik Janssen, bin im Holter SV als Fußballobmann tätig. Der Holter SV ist ein kleiner Dorfverein mit ca. 200 Mitgliedern, 2 Sparten, Fußball und Jiu-Jitsu. Ich glaube, das Besondere am Verein ist der große Zusammenhalt. Egal wo angepackt werden muss, jeder ist bereit zu helfen und das Ganze ohne finanzielle Unterstützung. Und zweite Sache ist noch der junge Vorstand. Geht, glaube ich, gegen den Trend im Fußball oder im allgemeinen Verein. Der Holter SV steigert den Bekanntheitsgrad des Dorfes ostfrieslandweit oder durch Jiu-Jitsu sogar deutschlandweit. Da werden viele Wettkämpfe ausgetragen. Dieses Jahr ist noch unsere große 40-Jahres-Feier hier am Franzosenweg. Große Zeltfahrtparty mit Außenbereich, mit Imbissbude und Bierwagen. Und da sind alle herzlich eingeladen, am 28. Juni mit uns zu feiern. Viele Holter gestalten ihre Freizeit auch in Gruppen, die zum Nachbarort Raude gehören. Die Rauder Mühle zum Beispiel wird vom Mühlenkring Raude-Holte gepflegt. Ich heiße Heino Schaf und bin 1979 nach Marienheil gezogen. 10 Jahre später wurde der Mühlenverein gegründet und wie die Mühle dann fertig war, haben wir ja die Aufgabe, laut Satzung diese Mühle auch Leben reinzubringen und zu unterhalten. Wir stellen jedes Jahr einen Maibaum aus, und versuchen, dass er nicht geklaut wird. Das ist erst einmal geklaut worden in der ganzen Zeit, anderen Veranstaltungen.
Natürlich die größte Veranstaltung ist immer Silvester, zum Jahresende, Jahreswechsel. Am Silvestertag von 10 bis 14 Uhr machen wir Speckendicken essen. Für Kinder und Jugendliche haben wir jedes Jahr in der ersten Ferienwoche 2 Tage. Das ist der Pizzabacktag, der wird im Ferienprogramm eingebogen. Auch die evangelisch-lutherische Kirche, zu der die Holter gehören, befindet sich in Raude. Hier werden verschiedene Gruppen angeboten, zum Beispiel ein Chor, der Frauentreff und der Kindergottesdienst. Mein Name ist Edda Kampen und ich spreche für den Frauentreff in Raude. Wir sind im Moment 14 Frauen im Alter von fast 50 bis fast 70 Jahren. Wir organisieren uns ein Jahresprogramm, immer am Jahresanfang und machen meistens am ersten Dienstag im Monat etwas zusammen. Aber wichtig ist uns auch, dass wir jedes Jahr ein Angebot für die Gemeinde haben, sprich einen Vortrag, und dann bereiten wir verschiedene Speisen zu und laden die Kirchengemeinde ein, einen schönen Abend oder einen informativen Abend mit uns zu verbringen. Mein Name ist Elke Siemers, ich bin 48 Jahre alt und wohne jetzt seit 7 Jahren mit meinem Lebensgefährten Guido Simmert hier in Holte. Es ist für mich ein Stück nach Hause kommen. Das freut mich besonders, weil ich hier jetzt den Kindergottesdienst leite mit meinem tollen Team zusammen und wir jetzt hier den Kindern in Holte-Raude ein Stück weit den Glauben weiterbringen können und auch ein Stück weit Lebendigkeit in der Gemeinde erleben dürfen. Also ich glaube, die Kinder und Jugendlichen, die hier in Holte groß werden, haben einfach eine hohe Lebensqualität, weil sie hier direkt vor Ort Vereine haben. Sie haben die Feuerwehr, sie haben hier einen Kinderspielplatz, sie haben hier viele andere Kinder, die jetzt hier auch zugezogen sind. Die große Vielfalt an Möglichkeiten macht Holte besonders. Ein starkes Vereinsleben prägt den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft und steigert die Lebensqualität im Ort.